Dieser Aston Martin Sportwagen lässt nicht nur die Herzen von Autoliebhabern, sondern auch von Fans des britischen Geheimagenten James Bond höher schlagen. Durch die James-Bond-Filme Goldfinger und Feuerball wurde der Flitzer weltberühmt. 007 rettete in dem Sportwagen die Welt und ließ Schurken alt aussehen. Jetzt wurde das Edelgefährt bei einer Auktion im US-Bundesstaat Kalifornien versteigert, für umgerechnet rund 5,75 Millionen Euro. Der Preis bewegte sich damit innerhalb der Erwartungen des Auktionshauses R.M. Sotheby's. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt. Es sind vor allem die Extras, die bei dem Aston Martin Baujahr 1965 ins Gewicht fallen. Dazu gehören Browning-Maschinengewehre in jedem Kotflügel, austauschbare Nummernschilder und ein kugelsicheres Schutzschild auf dem Autoheck. Dieses Zubehör sei ordnungsgemäß überholt worden und würde wie ursprünglich gebaut funktionieren, versicherte R.M. Sotheby's. Weltweit sollen nur noch drei dieser 007 Spezialanfertigungen bekannt sein. Eine Zulassung für den Straßenverkehr könnte allerdings schwierig werden.